Strahlend blauer Himmel über der Petrusgemeinde in Gießen. Mit einem feierlichen Gottesdienst ist Dr. Anke Spori als neue Pröbstin für Oberhessen eingeführt worden. Die 54-jährige Theologin ist jetzt für etwa 300 Gemeinden in den Landkreisen Gießen, Wetterau und Vogelsberg zuständig. Als erste Frau in diesem Job. Meine Familie kommt aus Wetzlar, von daher ist mir das gar nicht so fremd hier mit Gießen. Und ich freue mich tatsächlich auf die Gegend hier und immer wenn ich hier durchfahre, denke ich, ich habe es gut erwischt. Neugierige Blicke und viel Musik begleiten die neue Pröbstin bei ihrem Festgottesdienst. In ihrer Predigt spricht sich Anke Spori für eine Kirche aus, die sich nicht hinter Mauern versteckt, sondern Steine ins Rollen bringt, die die Ärmel hochkrempelt und mit anpackt. Die neue Pröbstin selbst war seit ihrer Wahl im April 2023 nämlich auch nicht untätig. Eigentlich habe ich schon angefangen nach der Wahl und ich freue mich vor allen Dingen jetzt auf die Vielfältigkeit der Aufgaben und so wird es weitergehen. Vor ihrer Wahl zur Pröbstin für Oberhessen war Anke Spori geschäftsführende Pfarrerin der evangelischen Studierendengemeinde in Frankfurt. In ihrer neuen Rolle in der Universitätsstadt Gießen wird sich Pröbstin Spori sicher schnell einfinden. Bis dahin begleiten Sie die Gratulationen und guten Wünsche der Festgottesdienstbesucher. Ich wünsche ihr vor allen Dingen Gesundheit, starke Nerven, Durchsetzungsvermögen und eine gehörige Portion Gelassenheit und darüber viel, viel Humor. Mut, Kreativität, einen langen Atem und viel Unterstützung.